Heute zeige ich dir 10 geniale Titelmöglichkeiten für deine YouTube-Videos, die dir garantiert viele Klicks bringen werden. Und wir starten sofort. Nummer 1, wie du Titel, beziehungsweise sind das Anleitungstitel oder Anleitungsvideos. Einige Beispiele dazu. Wie du schnell Gewicht verlierst, ohne Sport zu machen. Wie du dir ein Vermögen aufbaust, ohne großes Einkommen zu haben. Wie du im einen Jahr Spanisch lernst mit nur 10 Minuten Übung pro Tag. Wie du ein Steak zubereitest ohne Vorerfahrung. Wie du in 30 Tagen 1000 Leads generierst ohne Social Media Marketing. Wie du ein YouTube-Video erstellst ohne Kamera. Also das sind sogenannte Wie-Du-Titel oder Anleitungstitel. Listen oder besser gesagt Auflistungen. Auch das sind Videos, die bei YouTube millionenfach geklickt werden und ich kann dir nur raten, nutze solche Auflistungen. Einige Beispiele dazu. 10 Länder, die du in den nächsten 10 Jahren nicht bereisen kannst. Die 5 größten Tiere der Welt. 5 Dinge, die jeder Outdoor braucht. Top 5 Ausrüstung für Laufanfänger. Die 15 unglaublichsten Wohnhäuser der Welt. Top 7 Google Apps für zu Hause. Nutze Listen, du wirst sehen, die werden dich garantiert zum Erfolg bringen. Die nächste Titelformel sind Bevor du Titel. Das bedeutet, bevor du X machst, schau dir das jetzt an. Auch hier möchte ich dir einige Beispiele dazu geben. Bevor du einen Spanischkurs beginnst, schau dir das hier an. Bevor du einen YouTube-Kanal erstellst, schau dir das an. Bevor du dich bei Tinder registrierst, schau dir das an. Was ist der Sinn hinter diesem Bevor-du-Titel? Ganz einfach, du nutzt etwas, was schon aktiv gesucht wird für dein Ranking bei YouTube, für dein SEO und kannst aber, da du ja sagst, bevor du, kannst auf das hinleiten, worauf du hinaus möchtest. Vielleicht für dein Produkt, deine Dienstleistung oder deine Empfehlung. Das ist der Sinn hinter Bevor-du-Titel, dass du etwas nutzt, was die Leute suchen, aber dann gleichzeitig auf dein Produkt oder Dienstleistung oder was auch immer hinweisen kannst. Tipps, Wege oder Schritte. Auch das ist eine Formel, die richtig gut funktioniert auf YouTube. Auch das sind mehr oder weniger Anleitungsvideos oder eben Tipps, Wege, Schritte. Ich möchte dir auch hier einige Beispiele geben. 7 einfache Wege, um einen Aufsatz zu schreiben. 5 Tipps, wenn du in New York auf Urlaub bist. Oder 7 Schritte, um auf TikTok erfolgreich zu werden. Das sind Tipps, Wege, Schritte, besser gesagt auch Anleitungsvideos und auch das funktioniert ganz hervorragend auf YouTube. Auch die nächste Titelformel nutzen viele YouTuber äußerst erfolgreich und das sind die sogenannten Versus-Titel. Das heißt, du stellst 2 verwandte, vielleicht Internetportale, Produkte, Sportarten, was auch immer, du stellst das gegenüber und sagst Pro und Contra. Was ist bei dem gut, was ist bei dem gut, was ist nicht gut, was ist bei dem anderen nicht gut. Einige Beispiele dazu. TikTok-Marketing versus Instagram-Marketing. YouTube-Ads versus Facebook-Ads. Content-Marketing versus bezahlte Werbung. Oder die beste Kamera für YouTube, Canon M50 versus Sony A6400. Das sind solche Gegenüberstellungen, auch die werden teilweise bei YouTube millionenfach geklickt. Was auch hervorragend funktioniert, ist es, deine Erfolge aufzulisten. Ich möchte dir hier dazu gleich einige Beispiele geben. Wie ich 1237 Abonnenten in 30 Tagen auf YouTube gewonnen habe. Wie ich in 30 Tagen 12 neue Vertriebspartner eingeschrieben habe. Wie ich meine ersten 1000 Euro im Internet verdient habe. Wie ich 10 Kilo in 2 Wochen abgenommen habe. Also das ist, all das sind hier Dinge, die ich aufgelistet habe, die andere Menschen auch erreichen möchten. Und dadurch, dass du ihnen zeigst, wie du das geschafft hast, sind die sehr neugierig und werden sich dein Video, wenn sie in deiner Thematik interessiert sind, garantiert anschauen. Also nutze deine Erfolge für YouTube. Eine Steigerung der vorherigen Titelformel ist, schnelle Erfolge aufzulisten. Auch das, wir sind ja alle im Stress heutzutage, niemand will sich mehr viel Zeit nehmen für irgendetwas und schnelle Erfolge sind noch
effektiver, als einfach Erfolge aufzulisten. Einige Beispiele. 2 schnelle Wege, um Gulasch zu machen. 5 schnelle Wege, um einen Blogartikel zu erstellen. 3 schnelle Wege, um Spanisch zu lernen. Alleine dieses Wort schnell hat eine ganz besondere Wirkung, weil wir ja, wie eingangs erwähnt, für nichts mehr wirklich Zeit haben und wir möchten alles sofort oder ziemlich schnell haben. Dann die Frageformel. Auch das ist hocheffektiv, ist ein klein wenig verwandt mit anderen Titelformeln, die ich schon vorher erläutert habe. Und das sieht ungefähr so aus. Ich gebe dir einige Beispiele. Du willst dich beruflich verändern? Hier ist eine Top-Möglichkeit. Ist es zu spät, um im Jahr 2023 einen YouTube-Kanal zu eröffnen? Stimmen die aktuellen Umfragen? Hier ist die Antwort. Zahlen sich Google Ads überhaupt noch aus? Hier ist die Antwort. Also du siehst, worauf ich hinaus will. Nutze solche Fragenformeln, um auf deinem YouTube-Kanal richtig viel Momentum zu erzeugen. Auch die nächste YouTube-Titelformel ist hocheffektiv, weil du das aktuelle Jahr nutzt. Die Leute sehen bei dem Begriff, den sie eingeben oder den Suchbegriff, nach dem sie suchen, die möchten ja das aktuell haben. Und da nutzt du einfach die aktuelle Jahreszahl. Einige Beispiele dazu. Die besten Aktien in 2023. Die beste Kamera für YouTube 2023. Oder wie erstellst du einen WordPress-Blog 2023? Du siehst, du kannst hier eigentlich alle anderen Formeln hernehmen und diese ganz einfach verstärken mit der aktuellen Jahreszahl. Hocheffektiv, auch das nutzen viele YouTuber äußerst erfolgreich. Und die nächste hocheffektive Titelformel ist es, Fehler aufzulisten. Auch das wird millionenfach geklickt auf YouTube und auch dazu möchte ich dir jetzt einige Beispiele geben. 5 Fehler, die du bei YouTube Ads vermeiden solltest. 5 Fehler, die Laufanfänger immer wieder machen. Oder 5 Fehler, die du auf TikTok vermeiden solltest. Auch das wird ganz oft und millionenfach geklickt. Einfach Fehler auflisten, die andere vermeiden sollten. Das waren diese 10 YouTube-Titelformeln. Nutze diese bei deiner Videoerstellung. Du wirst sehen, das kann deinen Kanal einen richtigen Boost geben. Das war's zu diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über ein Gefällt mir freuen. Hinterlass mir auch gerne einen Kommentar. Ich versuche darauf zu antworten. Das kannst du unter dem Video machen. Und abonniere meinen Kanal und betätige die Glocke für meine nächsten Tipps.